hier im Kreuzgang des Erfurter Doms, beschäftigt mit dem letzten Teil der Sternsinger-Aufnahmeaktion für den Karos Verlag. Es werden 25 Sternsinger-Lieder produziert und in Erfurt mit der Mädchenkantorei und dem Kinderchor singen wir das letzte Puzzlestück ein. Wir waren bereits im Paderborner Dom, wir waren in Limburg im Dom, wir hatten die Mädchenkantorei in Borken aufgenommen und ich war in Düsseldorf. Es hat alles ganz wunderbar geklappt, obwohl wir in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen produzieren mussten, was zum ersten Mal überhaupt auch für mich als Tonmeister eine Herausforderung natürlich war. Mir aber gezeigt hat, dass auch das geht. Choraufnahmen in Corona-Zeit sind möglich. Wenn wir also gleich die Kopfhörer aufsetzen, muss das so aussehen. Dreh dich mal ein bisschen. Bernadette, siehst du das? Maximilian, siehst du das? Jedes Kind hat ein einzelnes Mikrofon. Und singen zu Aufnahmen, die wir gestern mit dem älteren Mädchen gemacht haben in diesem Fall. Und dadurch ergibt sich dann nachher eine Kombination von 15 plus 15 plus 15 Stimmen, sodass wir hinterher auch einen Chor von 45 bis 50 Kindern hören, der allerdings dann aufnahmetechnisch zusammengefügt wurde.